In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Kira hat mir von den Dingern erzählt. Zerstöre eine Schnellreisetafel und du bekommst Rabatt auf den Horizon Schnellreiseservice. Zerstöre sie alle, dann trägt das Festival deine Kosten komplett. Gut zu wissen für unsere Abenteuer. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Verkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Willst du sehen, wie lang die Warteliste für die Upgrade-Helden mittlerweile ist? Willst du nicht? Glaub mir. Los, gehen wir an die Arbeit. Okay, du musst für mich einen Land Rover abholen. Der Kunde will ihn für einen Geländeausflug. Na gut. Bei nächster Gelegenheit wenden. Metern scharf links abbiegen. Wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Bist du da? Gut. Ein Geländeausflug. Für einen Ausflug ins Gelände gibt es doch nichts Besseres als einen Land Rover. Was will der Kunde denn noch?
Ein 1997er Land Rover Defender. Solide Plattform. Damit können die Upgrade-Helden bestimmt gut arbeiten. Dieser Landy ist fast unverwüstlich, aber das ist kein Grund, auf dem Rückweg nicht vorsichtig zu sein. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Berechnet. Moment mal. Wir können das Auto nicht verbessern, wenn es nicht in der Werkstatt steht. Dieser Landy ist fast unverwüstlich, aber das ist kein Grund, auf dem Rückweg nicht vorsichtig zu sein. Bei nächster Gelegenheit wenden. Schönen Dank. Also machen wir ihn bereit für seine Weltreise. Eine unserer bisher besten Arbeiten. Warte nur, bis du ihn siehst. Kompressor geladener 6,2 Liter V8 Motor, komplett moderne Aufhängung. Nichts hält dieses Ding mehr auf. Leider können wir dich nicht um die Welt schicken. Aber ich habe eine Teststrecke für dich rausgesucht. Sieh sie dir an. In 400 Metern rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. In 100 Metern scharf rechts abbiegen. Metern scharf rechts abbiegen.
Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Metern hast du dein Ziel erreicht. Siehst du? Hier können wir Bedingungen von Großbritannien bis Guinea simulieren. Und du brauchst nicht mal einen Atlas. Denk dran, wenn es holprig wird und du Angst hast, dass dein Wagen sich überschlägt, dann mach weiter, denn das ist genau das, was wir wollen. Okay, am Amazonas ist Monsunsaison. Los geht's! Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Thank you.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich, als hätten wir die Welt umrundet. Ich bin völlig K.O. Gute Arbeit. Ich überbringe dem Kunden die gute Neuigkeit. Upgrade-Helden, hier ist Alex. Was kann ich? Oh, du bist es. Bereit, weiterzuarbeiten? Ein interessantes Auto heute. Ein Peugeot, ein Hot Hatch. Ich erzähl dir später mehr. Bei nächster Gelegenheit wenden. Also, dieser anonyme Kunde sagt, dass er ein potenzielles Dirt-Monster hat. Aber er will zuerst sehen, ob der Wagen auch mit Asphalt klarkommen kann. Klingt für mich so wie eine Wette, die ich mal mit Jay abgeschlossen habe. Soll nicht heißen, dass er es ist, aber wenn er es wäre, würde er es nicht so offensichtlich machen, oder? Ha! Ein Peugeot 205 TT. Jay, die Wette gilt. Ich nehme deinen kleinen Rallye-Wagen und mache einen tödlichen Straßenrenner daraus. Bring ihn zur Werkstatt, aber ohne einen einzigen Kratzer, verstanden? Er würde mich ewig damit aufziehen. Auto machen, wenn es nicht rechtzeitig hier ist. Bring ihn zur Werkstatt, aber ohne einen einzigen Kratzer, verstanden? Er würde mich ewig damit aufziehen. Ich setze das Team darauf an. Und wenn jemand fragt, du weißt von nichts, klar? Okay, er ist fertig. Komm rein und sieh ihn dir an. Allradantrieb, 800 PS, fahrwerkversteifende Überrollbügel und reduziertes Gewicht. Ich könnte mit dem Ding vormittags Dirt fahren und Jay könnte am selben Abend den Asphalt zum Rauchen bringen. Das heißt, wenn wir ihn uns teilen könnten. Hier ist deine Strecke. Du kannst ihn genauso gut in seiner natürlichen Umgebung testen, oder?
400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht. Jetzt geht's, wie vorhin besprochen, raus auf den Asphalt. Mal sehen, wie hot dieser Hedge wirklich ist. Ich bin nicht sicher, wie ich das hier nennen soll. Auto... Parcours vielleicht. Egal, wenn du sehen willst, was dieses Auto alles kann, dann ist das hier der ideale Ort. Los doch, dreh dich seitwärts, wirf das Heck rum. Tu einfach so, als wärst du Jay und siehst dabei so gut aus wie ich. Ich muss Jay anrufen und mich bei ihm bedanken. Ob er es wirklich war oder nicht, der uns dazu gebracht hat. Ich glaube, dass wir beide was davon lernen können. Los doch, dreh dich seitwärts, wirf das Heck rum. Tu einfach so, als wärst du Jay und siehst dabei so gut aus wie ich.
Großartig. Ich muss Jay anrufen und mich bei ihm bedanken. Ob er es wirklich war oder nicht, der uns dazu gebracht hat. Ich glaube, dass wir beide was davon lernen können. Hast du das schon gesehen? Es gibt eine Fanseite für die Upgrade-Helden. Die Leute teilen Autos, technische Leistungsdaten, reden über dich und über mich und... Ach, sehen wir uns das nicht länger an. Zurück an die Arbeit, okay? Der nächste Job ist ein Ford. Der Kunde sagt, dass er ihn schon ewig hat und ihn heiß und innig liebt, aber er wird auf seine alten Tage etwas träge. Mal sehen, was wir tun können. Okay, halt die Augen offen. Wenn er wirklich so alt ist, dann sollte er nicht schwer zu finden sein. Ah, ein Ford Deluxe. Sehr schön. Kein Wunder, dass er langsamer wird. Der ist nicht mehr der Jüngste. Pass auf, wenn wir das Ding schaukeln, dann macht sich die Karre echt gut auf der Upgrade-Helden-Fanseite. Mach ihn auf dem Weg nicht kaputt. Das ist eine echte Antiquität. Die erste Ausfahrt nehmen.
Fernverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Keine Kratzer? Wunderbar. Ich lasse die Mechaniker ans Werk gehen. Also, der Kunde wollte Dragster Tempo und Straßenhandling. Okay, der Wunsch des Kunden sei uns Befehl. Kompressorgeladener 7-Liter-Motor, tiefer gelegt, verbesserte Leistung. Er sieht immer noch aus wie ein alter Klassiker, aber man ist nur so alt, wie man sich fühlt, oder? Testen wir zuerst die Geschwindigkeit auf der Geraden. Dann geht's in die Stadt. Hör dir das an. Das Ding klang ja in den 40ern schon gut, aber jetzt? Die erste Ausfahrt nehmen. Wann hast du zum letzten Mal einen 80-Jährigen gesehen, der so durch die Stadt gerast ist? Lightning, hä? Huh? Wie, hast du den Film nicht gesehen? Jetzt komm schon, jeder hat diesen Film gesehen. Ein schönes Gefühl, einem Auto und seinem Fahrer ihre Jugend zurückgeben zu können. Apropos zurückgeben, falls du eins dieser Autos nochmal fahren willst, sag einfach Bescheid. Die Kunden haben wirklich nichts dagegen.
Wir bekommen ja mittlerweile ein paar echt edle Karren. Versteh mich nicht falsch. Wir können aus allem und jedem einen Helden machen, aber es ist doch nicht schlimm, hin und wieder an einem echt tollen Auto arbeiten zu wollen, oder? Und jetzt ab mit dir. Bring mir einen Bentley. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wo ist der? Wo ist der? Komm schon! Oh, ein Bentley Continental GT. Sieh dir den mal an. Er ist so glatt, nicht mal dein Blick bleibt daran haften. Damit können wir arbeiten. Legen wir los! Der Kunde sagte, er habe mit einem Freund gewettet und jetzt müsste er seinen ultimativen Luxuskreuzer zu einem Rennwagen umbauen. Tja, das war wirklich dumm von ihm. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Irgendwie schade, daran herumzuschrauben, oder? Ach, keine Sorge. Unsere Mechaniker sind Künstler. Sie haben es geschafft. Und wie sie das haben. Komm und sieh ihn dir an. Verbesserte Aerodynamik, reduziertes Gewicht und ein kompletter Umbau auf Hinterradantrieb. Er ist jetzt genauso luxuriös wie vorher, aber jetzt reißt dich auch seine Leistung vom Hocker. Okay, der hier muss für den Kunden bereit sein, damit er seine Wette gewinnen kann. Er ist später in Ambleside für ein Rennen gemeldet. Teste ihn doch auf dem Weg dorthin. Was hältst du davon? Er hat definitiv die Geschwindigkeit und das Handling. Aber ist er noch so luxuriös? Yep, sieht ganz danach aus. Thank you.
Der Wagen ist prima. Er ist jetzt ein echter GT-Rennwagen. Mit wem der Kunde wohl diese alberne Wette eingegangen ist? Wenn der Konkurrent des Kunden auch ein Kunde ist. Puh, das wäre doch ein Interessenkonflikt, oder? Die Upgrade-Helden sind neutral. Okay, deine Arbeit ist getan. Ich bleibe noch und rede mit dem Kunden über seine Wette. Warum müssen wir immer gegeneinander Rennen fahren? Können wir uns nicht einfach einigen, dass die Autos die wahren Sieger sind? Gut, gut, du bist hier. Das ist es. Das ist die große Nummer, mit der die Upgrade-Helden sich einen Namen machen werden. Ich meine, das haben wir eigentlich schon, aber geh einfach. Ich erkläre dir alles auf dem Weg. Ach, übrigens, was du abholen sollst, das ist ein Königsegg. Bei nächster Gelegenheit wenden. Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Da? Sitzt du? Okay, hör mal gut zu. Also, dieser Kunde hat sich einen Königsegg gekauft, ohne zu wissen, dass ein Hypercar einige kleine, aber spezifische Nachteile haben kann. Das ist der 2011er Agera. Bis heute eines der schnellsten Serienfahrzeuge der Erde. Aber mit gerade mal genug Stauraum, um eine Zahnbürste einzupacken. Eine von diesen kleinen Reisezahnbürsten. Bring ihn zur Werkstatt. Ich sag dir, was wir damit machen werden. Viel Spaß damit. Aber nicht zu viel.
Versuchen wir es nochmal. Bring ihn zur Werkstatt. Ich sag dir, was wir damit machen werden. Viel Spaß damit. Aber nicht zu viel. Der Kunde macht einen Ausflug und will unbedingt mehr Stauraum. Er sagte, wir sollen tun, was auch immer nötig ist. Also tun wir das auch. Er ist fertig. Das musst du dir ansehen. Wir haben einen Dachträger draufgebaut. Nein, das ist tatsächlich genial. Denn bei hoher Geschwindigkeit und mit dem reduzierten Gewicht wirkt er außerdem als Spoiler. Ein Frachttransporter mit 1400 PS, der auf der Straße klebt. Okay, du musst ihn zum Kunden in Broadway fahren. So schnell wie möglich und in perfektem Zustand. Der wird echt glücklich sein. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links ab. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen.
Denk an all die Sachen, die man jetzt aufs Dach schnallen kann. Golfausrüstung, Tennistasche, Skier, Surfbrett. In 400 Metern rechts abbiegen. Klamotten, Bücher, Töpfe, Pfannen, Spülbecken. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In dieser Sache glaube ich, dass die Upgrade-Helden erstmal eine Pause brauchen. Auf dem Festival gibt es so viel mehr zu erleben und unsere Warteliste ist einfach zu lang. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und komm mal vorbei und besuch das Team. Die sind immerhin die wahren Helden. Upgrade-Helden gehen durch die Decke. Dank dir sind 2 Dutzend Fahrer auf der Warteliste. Ich sag dir Bescheid, wenn wir die nächsten Wagen reinholen.